Hallo ihr Lieben! Auch in der nächsten Woche erreichen die Demonstrationsorte in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Rekordniveau. Die rasant steigenden Ölpreise sind ein Grund mehr, um auf die Straße zu gehen. Natürlich ist es so, dass sich steigende Ölpreise auch an der Zapfsäule bemerkbar machen. Aber am 3. Juli 2008 kostete ein Barrel mehr als 143 Dollar. Der Benzinpreis damals 1,52 Euro der Liter und Diesel 1,48 Euro. Und jetzt kommt's. Heute, am zweiten Jahrestag der Pandemie, also am 11. März 2022, kostet ein Barrel etwa 110 Dollar. Und obwohl der Barrel heute deutlich weniger kostet als im Rekordjahr 2008, müssen wir für jeden Liter Benzin 68 Cent und für jeden Liter Diesel 82 Cent mehr zahlen. Und da müssen wir uns schon die Frage stellen, wo geht das ganze Geld hin, das wir vertanken? Die Bundeswehr soll jetzt 100 Milliarden zusätzliches Geld bekommen. Woher kommt denn das Geld? Das kommt von Ihnen und den Bürgerinnen und Bürgern und unserer Wirtschaft. Anstatt Friedensgespräche mit Russland zu suchen, verschlimmern wir das angespannte Verhältnis mit Russland, indem wir Waffen in die Ukraine senden. Es muss doch das Ziel sein, mit Russland zu verhandeln, um wieder günstig Rohstoffe zu bekommen. Oder sollen wir frieren, wie es der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck fordert? Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben. Wenn ihr auch für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung seid, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Lasst die Masken fallen, lasst euch wieder auf Vertrauen und das Leben ein. Ihr wollt wissen, wann das aufhört, wenn ihr in dem Frieden seid, dann zeigt sich das Licht, die Liebe in ihrem schönsten Kleid. Ihr wollt wissen, wann das aufhört, dann zeigt euer Gesicht, werdet wieder eine Einheit, über die man spricht. Zeigt den Ländern und Nationen, wer ihr wirklich seid. Dann zeigt sich das Licht, die Liebe in ihrem schönsten Kleid. Denn wir sind frei in unserem Herzen. Wir sind frei, brauchen keine Angst zu spüren. Die Zeit, alle Zweifel zu verlieren. Jetzt ist die Zeit, alle Zweifel zu verlieren. Ihr wollt wissen, wie das aufhört, dann werdet wieder stark. Habt die Kraft, euch zu verändern und geht jetzt an den Start. Denn das Ziel ist die Erfüllung, der Weg dahin ist gut. Schenkt euch gegenseitig hin. Und macht euch wieder Mut. Wenn du wissen willst, wie's aufhört, dann hör genau jetzt hin. Gib auf dieser schönen Erde deinem Leben wieder Sinn. Glaub an eine schöne Zukunft, mach dich dafür bereit. Dann zeigt sich das Licht, die Liebe in ihrem schönsten Kleid. Denn wir sind frei in unserem Herzen. Wir sind frei, brauchen keines zu spüren. Wir sind frei, tief im Innern weiß es jeder. Jetzt ist die Zeit, alle Zweifel zu verlieren. Jetzt ist die Zeit, alle Zweifel zu verlieren. Uchlat, Shemehayom. לא צריך מסכות, גם בכיתה.